Ich möchte Ihnen was erzählen zu den Bettenkapazitäten. Wer von Ihnen weiß, was an diesem Tag passiert ist, 2011? Genau. Fast A19, richtig. Dort kam es zu einem verheerenden Unfall. 35 Autos sind kollidiert aufgrund von einem Sandsturm und 130 Verletzte mussten in die nahegelegenen Krankenhäuser gebracht werden. Aber woher weiß eigentlich der Rettungsdienst, wo er jetzt freie Kapazitäten hat, wo er die Patienten hinbringen kann? Denn es gibt ja einige Krankenhäuser bei uns im Bundesland. Und natürlich müssen die Patienten dorthin gebracht werden, wo entsprechend die Kapazitäten verfügbar sind. Wie läuft das heutzutage ab? Weil der Rettungsdienst weiß das eben nicht. Er greift zu möglichen Telefonen, Leitstellen, klickt sich dort entsprechend durch in der Hoffnung, dass er aktuelle Daten bekommt. Aber die sind nicht immer aktuell, weil dieser Unfall hat sich um 12.30 Uhr ereignet. Und die heutigen Bettenverfügbarkeiten werden meist zum Tagesbeginn, zum Morgen erfasst. Aber zwischen 7, 8 Uhr und 13 Uhr können noch einige Änderungen vorherrschen. Das heißt, er kann nicht auf aktuelle Daten zurückgreifen. Und genau das wollen wir ändern. Wir haben eine Lösung entwickelt, mit der der Notarzt, der Rettungsdienst einen digitalen Assistenten an die Hand bekommt. Ja, er kann dort entsprechend eintragen, was für Patienten hat er, wie viele hat er, damit das Krankenhaus schon ungefähr auch weiß, was es erwartet. Und dadurch erfolgt dann im Hintergrund ein Matching zwischen den Patienten, die vor Ort beim Unfall sind und den Kapazitäten, die beim Krankenhaus verfügbar sind. All das mit den Standardschnittstellen und vor allem, um eine höhere Datenaktualität hinzubekommen, haben wir einen Sensor entwickelt. Dieser Sensor, wie ich ihn hier auch habe, wird über dem Bett an der Decke angebracht und kann dann datenschutzkonform mit einem optischen Verfahren erkennen, ist das Bett belegt oder ist das Bett frei, um wirklich aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen. Und das dient dann nicht nur der Zuweisung an die unterschiedlichen Standorte, sondern auch für das Krankenhaus selber, um dort entsprechend die Bettenplanung, die Bettenzuordnung von der Notaufnahme auf die Intensivstation, auf die Normalstation vorzunehmen. Ja, also Bettenplanung 2.0 mit diesem optischen Sensor. Und keine zusätzliche Arbeit für das Personal. Wir wollen entlasten und automatisch erkennen, wie die Bettenbelegung ist. Und das Thema ist auch höchst relevant, weil hier das Krankenhauszukunftsgesetz genau solche Informationen fordert. In Echtzeit, in Notfällen, für die Zusammenarbeit von Krankenhäusern, Rettungsdienst, Leitstellen. Und ja, lassen Sie uns auf die Zukunftsstraße einbiegen. Wir sind ein interdisziplinäres Team und freuen uns, das umzusetzen.